Und in der Zwischenzeit hat sich schon Martin Schulz geäußert. Zum gleichen Thema hat er vor wenigen Minuten Stellung bezogen. Ich hatte gerade ein Treffen mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbands, Oberstleutnant Wüstner. Wir haben die Lage unserer Soldatinnen und Soldaten angesichts der Verhaltensweisen der Bundesverteidigungsministerin Frau von der Leyen erörtert. Wir haben miteinander darüber diskutiert, was an Aufklärungsnotwendigkeiten besteht und in welcher Form die Verteidigungsministerin ihrer Führungsverantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten und auch für die Zivilangestellten der Bundeswehr nachgekommen ist oder nicht. Der Eindruck der Selbstverteidigungsministerin, die sich in umfassender Form ihrer Führungsverantwortung zu entziehen versucht, indem sie unsere Soldatinnen und Soldaten unter einen Pauschalverdacht stellt, der hat sich in den letzten Tagen ja eher erhärtet. Auch die Rede gestern Abend vor dem Reservistenverband hat noch einmal gezeigt, dass die Bereitschaft, den eigenen Anteil, die eigene Verantwortung an der Situation zu übernehmen, nicht sehr ausgeprägt ist. Wir haben in der Analyse der Lage der Bundeswehr noch einmal erörtert, dass unter der schwarz-gelben Bundesregierung von 2009 bis 2013 die notwendigen Mittel für die Armee, die sie braucht, um ihren sehr komplizierten und komplexen Aufgaben gerecht werden zu können, insbesondere bei den internationalen Einsätzen, dass die von dem damaligen Verteidigungsministern angeschobenen Reformen unter Schwarz-Gelb unter Verantwortung von Unionsministerinnen und Ministern dazu geführt hat, dass die Leistungsfähigkeit unserer Armee immer weiter ausgehöhlt worden ist und dass die nächste Bundesregierung eine schwarz-gelbe sein soll, ist sicher für die Armee eine sehr, sehr schlechte Botschaft. Dass wir heute damit leben müssen, dass teilweise unsere Soldatinnen und Soldaten harte Aufgabenerfüllung unter extrem schwierigen Bedingungen zugemutet bekommen und gleichermaßen werden sie auch noch unter den Generalverdacht gestellt. Das ist ganz sicher nicht nur in den Augen der Soldatinnen und Soldaten, sondern einer breiten Öffentlichkeit absolut unakzeptabel. Der letzte Deutschland-Trend der vergangenen Woche hat eine besorgniserregende Zahl gezeigt, die normalerweise hohe Zustimmungsquote und Vertrauensquote in unserer Armee ist im Deutschlandtrend um fast 10% abgesunken. Was bei einer freiwilligen Armee, die dringend darauf angewiesen ist, dass sie Männer und Frauen für den Dienst rekrutieren kann, eine große Gefahr ist, weil dieser Imageverlust ganz sicher nicht dazu beiträgt, den Dienst in der Bundeswehr als einen attraktiven und verantwortungsvollen Dienst darzustellen. Insofern ist auch dieser Kollateralschaden von der Verteidigungsministerin zu verantworten. Wir haben darüber hinaus die Frage der weiteren Entwicklung der Bundeswehr und der notwendigen Finanzausstattung miteinander erörtert. Ist völlig klar, dass wir unsere Armee in dem Maße ausstatten müssen, damit sie ihre Aufgaben vernünftig erfüllen kann. Ich habe Herrn Wüstner gesagt, dass es überhaupt keinen Zweifel daran geben kann, dass die Sozialdemokraten dieser Verpflichtung natürlich nachkommen und auch unter meiner Führung nachkommen werden. Ich habe aber zugleich auch keinen Zweifel daran gelassen, dass man unterscheiden muss zwischen der notwendigen Finanzierung. Ich will nochmal daran erinnern, dass die sogenannten Bundeswehrreformen der früheren Bundesverteidigungsminister zu einer finanziellen Aushöhlung der Bundeswehr geführt haben. Dass wir wieder mehr Geld zur Verfügung stellen müssen, ist völlig klar. Aber das 2-Prozent-Ziel, dass wir in jedem Jahr zwischen 20 und 30 Milliarden Euro mehr in die Rüstung stecken sollen, das wird ganz sicher mit mir und der SPD nicht zu machen sein. Wir haben zu guter Letzt auch darüber diskutiert, dass die Strategie der Bundesverteidigungsministerin in ihrer Kommunikation alle Verantwortung immer den Soldaten zuzuschieben und sich selbst aus der Debatte herauszunehmen, korrespondierte mit der Strategie des Bundesinnenministers, der ja mit verschiedenen Aktionen davon ablenken wollte, dass der Fall Franco A. ja eigentlich ein Fall des BAMF ist und unter der Verantwortung des Bundesministers des Inneren man sich schon die Frage stellen muss, wie es möglich ist, dass ein rechtsextremistischer Oberleutnant der
Bundeswehr als syrischer Asylbewerber beim Bundesamt für Migration anerkannt wird und sogar Sozialleistungen bezieht, dass er da auftaucht, dass er mit gebrochenem, radebrechenden Französisch als Syrer sich da präsentieren kann. So viele Fragen, die man auch mit einer Leitkulturdebatte nicht aus dem Fokus herausbringen kann. Insofern die Ablenkungsstrategien der beiden für die äußere und innere Sicherheit verantwortlichen Unionsminister wird so nicht funktionieren. Es geht nicht um Liederbücher und es geht auch nicht um die Inspektion von Kasernen. Es geht vor allen Dingen darum, den Vertrauensverlust, der jetzt durch Ihr Verhalten entstanden ist. Das habe ich eben noch mal mit Hinweis auf die Zahlen zum Deutschlandtrend gesagt, diesen Vertrauensverlust zu stoppen und zurückzugewinnen. Ich will noch mal eins sagen. Das Schlimmste ist, wenn man in angespannten Situationen den Ausweg darin sucht, dass man ganze Bevölkerungsgruppen, ganze Berufsgruppen unter einen Pauschalverdacht stellt. Davon lenken auch, von diesem Versagen können auch solche Liederbuchüberprüfungen nicht ablenken. Dass eine Ministerin die Verantwortung für die ihr anvertrauten Männer und Frauen zu übernehmen hat, ja mit einer geradezu mit Händen greifbaren medialen Strategie versucht, sich aus dieser Verantwortung rauszunehmen. Und immer sind es die anderen. Das wird sicher nicht dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken. Und dass wir da auf Konfrontationskurs zu dieser Methode gehen, davon kann man ausgehen. Das heißt nicht, dass wir die Bundeswehr da reinziehen, dass wir die Frage, welche Verteidigungspolitik Deutschland macht, wie wir unsere Armee ausstatten, welches Vertrauen wir unseren Soldatinnen und Soldaten entgegenbringen, dass wir eine Aufklärung auch mal darüber stärker brauchen, in was für schwierigen Situationen Männer und Frauen der Bundeswehr arbeiten. Dass wir vielleicht auch noch mal daran erinnern können, dass unsere Soldatinnen und Soldaten einen öffentlichen Dank auch verdienen. Ebola, es war keiner da, wer war da? Die Bundeswehr. Bei der Flüchtlingskrise war oft keiner da, wer war da? Die Bundeswehr. Das heißt, unsere Armee leistet wirklich zum Teil Herausragendes. Und dann anschließend in einer schwierigen Situation als Chef in dieser Armee hinzugehen und diese Armee unter den Pauschalverdacht zu setzen, das finde ich, ist aller Diskussionen wert.